Mit dem Fokus auf innovative Ansätze in neuen Handlungsfeldern besucht Soziokultur Schweiz für zwei Videos zwei unterschiedliche Praxisbeispiele. Im luzernischen Adligenswil hat das Pflegezentrum Riedbach erstmals eine soziokulturelle Animatorin angestellt. Vor Ort erklärt man uns die Überlegungen dazu. Wir haben hier im Pflegezentrum Riedbach eine soziokulturelle Animatorin engagiert, weil es eigentlich zu unserer Vision gehört. Die lehnt sich an als Pflegemodell 2030 von der Cura Viva und bedingt, dass wir ein sozialer Treffpunkt sind, und zwar für Jung und Alt. Und das wiederum bedingt, dass wir die Innen- und Aussenwelt verknüpfen. Und das ist für mich eine klassische Aufgabe der Soziokultur. Ich habe eine Stabstelle da, also eine Schnittstellenfunktion. So die interdisziplinäre Zusammenarbeit ist sehr wichtig. Und zwar einerseits natürlich bei uns im Haus, aber andererseits auch gegen aussen. Das heisst gegenüber der Gemeinde, gegenüber Vereinen. Es geht auch viel um Ressourcen bündeln, zusammenführen, vernetzen und Angebote und Möglichkeiten schaffen. Also unsere verschiedenen Anspruchsgruppen, das sind unsere Bewohner, unsere Mieter, aber auch Bürger von Adligen, zum Beispiel das aktive Alter, die profitieren natürlich von spannenden Veranstaltungen. Das ist nicht nur ein kulturelles Angebot, das sind auch informelle Bildungsmöglichkeiten und ganz wichtig auch Begegnungsmöglichkeiten. Und das Ziel ist ja auch, dass die Bevölkerung von Adligenswil eher den Mut hat, ins Heim hineinzukommen, da mal essen, jemanden besuchen, auch freiwillig mitschaffen. Stichwort Freiwilligenarbeit. Welche Rolle spielt dabei die Animatorin? Die Milena ist die, die die ganze Freiwilligenarbeit koordiniert und unter sich hat und die Leute motiviert und das Ganze zusammenbringt. Es braucht jemanden, der sich im Bereich soziale Arbeit auskennt. Es braucht jemanden, der Erfahrung im Projektmanagement hat. Jemanden, der hohe kommunikative Fähigkeiten hat. Milena bringt neue Ideen rein. Und sie tut das Ganze zusammenführen und dann die Freiwilligen darin unterstützen, dass das dann mit der Zeit einfach von selber läuft. Wichtig finde ich auch, dass sie laufend auch die Wertschätzung vom Haus erfahren, sodass es auch nachhaltig ist. Und was sind dabei die innovativen Ansätze? Ja, Innovation ist ein grosses Wort. Meistens hat man für diese Funktion eine Aktivierung. Bei uns ist es eine soziokulturelle Animatorin. Der Unterschied ist, dass man den Rahmen einfach breiter steckt. Man denkt sofort an Partizipation, an Integration, an Hilfe zur Selbsthilfe. Und ich glaube, es tun sich einfach nochmal ganz neue Möglichkeiten auf. Ich habe nicht das Gefühl, dass wenn eine soziokulturelle Animatorin im Altersbereich schafft, dass das per se innovativer ist als in den anderen klassischen Berufsfeldern. Die Methoden müssen natürlich in den Zielgruppen angepasst werden. Wichtig ist, dass wir über den Tellerrand ausdenken und nicht nur einfach da als Institution. Durch das, dass es ein neuer Beruf in den Pflegezentren ist, ist das natürlich eine Einmaligkeit für das Pflegezentrum. Also sie können mit etwas punkten bei den Bewerbungen von ihren Mietern oder von ihren Bewohnern, Bewohnerinnen mit dem neuen Angebot. Und sie können aber auch die Bevölkerung von Adligenswil oder Umgebung darauf aufmerksam machen, hey, bei uns ist es nicht einfach ein altes Zentrum, wo man abhockt und seine Zeit abwartet. Soziokulturelle Animation wirkt. Hier und auch an anderen Orten. Mehr dazu im nächsten Video zu einem Inklusionsprojekt.